Willkommen zu einem Unboxing-Video. Ich kann das Wort jetzt sagen. Unboxing? Willkommen zu einem Unboxing-Video von Life is Strange Before the Storm, der Limited Edition. Und ja, ich hatte das ja versprochen, dass ich das machen werde und es ist endlich soweit. Hinter der Kamera ist der Steffen, wie ich schon erzählt habe. Aber der wird natürlich keinen Ton sagen, so wie immer, wenn er filmt. Und er hat sich ja selber als der Hausmeister von Raffi nicht betitelt. Also er macht das, was er immer macht, Hausmeistertätigkeiten und Film. So, und ja, ich sitze hier vor der Edition sozusagen und da haben wir einmal dieses Paketchen hier, das genau die gleichen exakten Maße hat wie die Limited Edition von nur Life is Strange. Also die passen beide super nebeneinander und dann habe ich noch extra was, also eine extra Box noch, deswegen, weil ich die Soundtrack Edition mir vorbestellt habe. Und dann haben wir dann natürlich das größte Highlight, was man nur bekommen hat, tatsächlich, wenn man vorbestellt hat. Und ich habe direkt bei Square Enix bestellt. Ich weiß nicht, ob das auch woanders ging. Da sind nämlich die Chloe und die Rachel und die halten Händchen. Und die, ja, dann da komme ich gleich noch zu den ganzen anderen Sachen zu. Und ja, das ist halt super, super süß. Und ich wollte das unbedingt haben und habe das halt auch ja, deswegen bei Square Enix bestellt. Und ja, der größte Unterschied ist tatsächlich, um mal da kurz drüber zu reden, ist tatsächlich der Preis. Also ich glaube, das ganze Paket kann man auch ohne das hier haben, glaube ich. Ich glaube, das ist extra für die Soundtrack Edition. Und ich habe damals für Life is Strange, für genau dieselbe Box und mit den ganzen Sachen, die da drin sind, knapp über 20 Euro bezahlt. Ich glaube, nur diese Box, wenn man die überhaupt noch bekommt, ich weiß es gar nicht, ob das ausverkauft ist, kostet, glaube ich, knapp über 40 Euro für den PC. Also wie gesagt, das Ganze hier mit Zoll war, glaube ich, knapp über 80 Euro, also in der Edition. Ich muss sagen, ich zahle sowas gerne. Ihr kennt mich, ich mag Boxen und überhaupt, wenn ich ein Spiel mag, oh Gott, alles her damit. Aber ja, es ist schon ein preislicher Unterschied, man merkt es, aber es ist auch vollkommen okay. Life is Strange ist wohl das Spiel, wo man auch persönlich sagt, absolut okay. Da steckt man gerne das Geld rein sozusagen, aber einfach mal so preislich mal das so festzuhalten. Und es ist ja auch langsam schon eine Marke geworden und von daher können die sich das auch erlauben, denke ich. Also ich nehme denen das nicht übel. Und wie gesagt, es kommt der Zoll immer noch mit drauf. Das ist immer noch so eine Sache, die etwas mehr kostet. So, wo fange ich denn jetzt am besten an? Am besten fange ich mal bei Rachel und Chloe an, bei den kleinen. Ich finde, die sehen sehr shibby-mäßig aus. Also das Ding war bei der Box, die kommen beide sozusagen in so einer Tüte, die war bei mir leider kaputt. Also viele Leute hatten das Problem, dass irgendwas kaputt war bei denen im Karton. Bei mir war nichts kaputt, nur die Tüte, wo die drinnen waren. Und die beide kommen einzeln. Und die haben dann halt diesen Ständer hier unten, der hier unten dran ist. Bei mir ist hier auch irgendein Fleck drauf. Ich kriege den nicht richtig abgekratzt, bei Chloe zumindest nicht. Und die kann man dann hier raufstellen. Und dann kann man die beiden hinstellen und dann halten die beiden Händchen. Super, super süß gemacht. Also ich finde das unglaublich süß und auch als Gimmick, dass man es nur als Vorbesteller bekommen kann, finde ich ganz, ganz klasse. Ich mag das sehr. Ich bin auch sehr dafür, dass es vielleicht noch andere Figuren geben könnte. Vielleicht Max oder ich würde mir sogar den RV von Franken stellen und ein Pompidou oder so. Ich mag das ja sehr, ne? Also wenn man eine Spieleserie mag, dann ist das ja eigentlich ziemlich cool, wenn man so eine Figürchen hat. Und ich weiß, es gibt ja auch diese ganzen Funko-Pop-Figuren. Ist auch nicht so, dass ich da keine hätte. Im Hintergrund sieht man sogar zwei. Ich habe einmal den Dogmeat und ich habe den Lone Wanderer in der Frauenedition sozusagen von Fallout. Und das ist ziemlich cool, aber ich bin kein Riesenfan von diesen Funko-Pop-Figuren, weil die sehen halt alle gleich aus, haben alle diese riesen Augen. Der Dogmeat hat sogar Fell. Das habe ich so bei Funko-Pop auch noch nicht gesehen. Aber ich weiß nicht, wäre jetzt nicht der Typ, der sich von allen seinen Lieblingssachen Funko-Pop-Figuren hinstellt. Aber das machen andere ja super gerne, also nö, jeder wie er mag. Und ich mag halt das, wenn es so ein bisschen individuell ist, wie jetzt gerade bei Rachel und Chloe. Und super süß. Also es ist halt absolut ein Traum. Also sie hätten es nicht besser machen können. Also ein besseres Gimmick gibt es kaum für die beiden. Aber es wäre schön, wenn wir noch Max oder so hätten, ne? Also wäre schon irgendwie süß. Ich finde es doch süß, dass die beiden Händchen halten und sie ihre Klamotten anhaben. Ich finde das wirklich super süß.
Habe ich schon erwähnt, dass ich das sehr süß finde. Auf jeden Fall, dann kommen wir mal, ich schiebe das mal kurz ein Stückchen hier weg, kommen wir zu der, also das ist halt die Limited Edition und hier hinten steht übrigens drauf, die preisgekrönte Abenteuerreihe. Also für mich ist Life is Strange ja vieles, aber eine Abenteuerreihe, also das ist ein bisschen komisch ausgedrückt, aber okay. Hinten sehen wir auch, was eigentlich alles drin ist in der Limited Edition. Wir packen es ja gleich sowieso aus. Eigentlich ist da auch alles drin, was in der digitalen Deluxe Edition, die ich ja sowieso schon habe, drin ist oder die alle anderen auch schon haben. Aber ich glaube, dass das, was halt dazu kommt, ist dann, sind dann so ein paar kleine andere Gimmick-Sachen, die wir jetzt mal alle auspacken und uns nicht hinten angucken. So, ich hoffe, ich zerstöre das jetzt nicht. So, dann. Es ist sehr gut verpackt. Ich will die Dinger mal nicht kaputt machen. Okay, so. So. Fangen wir mal hier an. Ich lasse das mal ganz vorsichtig. Ich muss drauf achten, wo der Key ist. Das war. Ja, nun nicht. Ich fange einfach mit dem hier an. Da sollte keiner. Da hätten wir einmal. Ah, guck mal, wie hübsch. Ich habe das alles noch nicht gesehen. Ich muss gerade selber. Ich sehe das, seh das gerade alles zum ersten Mal. Das ist der Life is Strange Before the Storm Soundtrack. Bei Life is Strange selbst war das ja diese CD, wo Max und Chloe als Piraten drauf sind. Und hier ist es tatsächlich ja was hört die Raben, der gute William. Und es ist ja, das Persönchen da drauf. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen angelehnt ist an die Musiker, die den Soundtrack gemacht haben. Das sind nämlich Daughter, so heißt die Band. Und steht auch hinten drauf. Ihr könnt es ja mal von hier hinten nochmal zeigen. Also ich hauptsächlich fast, also nicht alle, aber fast alle Lieder sind von Daughter. Eine sehr, 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 sehr gute Band, die wirklich einen wunderbaren Soundtrack gemacht hat. Ich versuche das mal hier, upsala, aufzumachen. Ja, also hier ist hier drin irgendwas. Ich gucke mal kurz für euch. Gucken wir mal. Da steht was drin. Ist auch nicht mehr so, ne? Also damals kennt ihr noch die Zeit, wo man diese CDs gekauft hat und dann standen hier drin Musiktexte und so. Und ach, tatsächlich, hier stehen eigentlich nur kein Musiktext, hier steht da einfach nur, von wem das Lied ist, wer es komponiert hat, dü. Und dann hätten wir noch einmal eine ganz, nochmal die wunderhübsche CD, die genau das gleiche Motiv hat. Also wirklich schön. Ich mag das Corporate Design sowieso sehr von Before the Storm, auch wenn Pink mit beinhaltet ist, aber ich mag es sehr, es passt irgendwie zu der Serie. Ich stelle das mal hier hin, dann gucke ich mal hier weiter. Was haben wir denn da? Warte mal, ich krieg das hier nicht raus. Das ist wirklich. Da hätte man nämlich einmal, ich denke, das ist das Artbook. The Art. Was steht da drauf? The Art of Before the Storm. Und ich mag super, super gerne Artbook-Bücher. Ich habe zum Beispiel von Tamriel, also von The Elder Scrolls, habe ich ein riesen Buch, das ist, glaube ich, so dick. Ich mag das unglaublich gerne. Ich kann ja mal kurz hier reingucken und was wir hier denn so haben. Ja, wir haben halt hier, sehen wir hier mal irgendwas? Das ist halt so, ja, irgendwas, wo wir halt irgendwie irgendwas, ja, so halt wie ein Artbook halt ist. Ne? Das sind halt meistens Zeichnungen von den Entwicklern, wie es halt mal aussehen sollte. Ich finde, bei Life is Strange geht das ja eigentlich noch, weil das ja sowieso halt diesen Comic-Stil hat. Bei anderen Spielen, die dann sehr realistisch aussehen, ist das auch immer sehr interessant, wie halt die Vorzeichnung aussieht und viele Sachen, die es dann vielleicht, da steht wirklich Banghead Rear, ist ja sehr witzig, wie das dann halt im Nachhinein dann aussieht und halt, hier, guck mal, die Chloe, da ist die Chloe mit dem Tarnkostüm. Das mochte ich so sehr, das Kostüm von ihr. Und es ist halt super, super, super schön, so eine Bücher zu haben und meistens gucke ich die auch nur einmal durch und packe die dann wieder ein, weil ich Angst habe, die zu berühren. Also es ist sowieso bei Limited Edition, ich habe immer Angst, die auszupacken oder überhaupt damit irgendwas zu machen. Also super, super schön, sowas zu haben und sich sowas immer wieder angucken zu können. Oder wie ich, einmal angucken und dann wieder einpacken und nie wieder anfassen, dass es bloß nicht zerstört werden kann. Und dann haben wir natürlich noch, wow, endlich mal das Spiel in den Händen zu halten. Das ist heutzutage auch nicht mehr so, was selbstverständlich ist, dass man mal ein Spiel in der Hand hält. Ihr selber kennt es bestimmt auch selber, dass man halt viele Spiele nur noch bei Steam selbst kauft und selber gar nicht mehr das Spiel in der Hand hat. Und ich mag das total, wenn man mal wieder
was ja in der Hand halten kann und muss kurz vorher reingucken, nicht, dass der Key da steht, aber ja, da steht nämlich direkt der Key, das ist auch super. Packen wir das mal ganz schnell hier raus. So sieht dann das Innenleben aus von Life is Strange Before the Storm von der PC-Edition, wo wir hier einmal halt ganz normal die CD haben und hier sogar noch den Hinweis darauf, dass halt das die Bonus-Episode Lebewohl, die ich nie wieder in meinem Leben bitte spielen möchte, ich möchte sie ganz schnell vergessen, mit drin ist. Ja, tatsächlich wohl einer, wenn man das als Bonus-Episode oder als DLC sehen möchte, wo einer der besten DLCs, die ich vorher je gespielt habe, und der furchtbarste DLC in meinem Leben, ich möchte es nicht noch einmal spielen. Und ja, ich finde es schön, das so jetzt zu haben, halt nicht nur digital. Und ich mag das sehr. Ja, und dann wäre das die ganz normale, also was heißt ganz normal, das ist halt die normale Limited Edition und alles, was hier hinten so noch so draufsteht, von wegen Mixtape-Modus und tralala und tralali. Was steht denn da? Life is Strange Episode 1, Season 1 ist da mit drin. Okay, das ist auch sehr interessant. Und der Outfit-Pack ist... Ja, alles im Spiel. Haben wir ja alles rausgefunden, dass man kann, könnt ihr Chloe anziehen, wie ihr wollt. Und diesen Mixtape-Modus habe ich gar nicht ausprobiert, aber kann man da dann Musik hören oder so? Ich weiß es nicht, wie genau das funktioniert. Habe ich nicht gemacht, musste ich auch nicht. Die Musik war schön. Und ja, wie gesagt, bis jetzt ist auch alles heile. Ich habe schon gehört, dass da wohl einiges schief gelaufen sein soll beim Transport. Entweder waren die Pakete kaputt oder gerade die Figuren waren kaputt. Wie gesagt, da ist bei mir alles in Ordnung. Ich lasse das mal einfach jetzt mal kurz hier so liegen und dann kommen wir hierzu. Zu der, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Soll ich das wegschieben? Der Steffen muss mir Anweisungen geben. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich das immer halten soll. Ja, das ist die... Können Chloe und Rachel hier stehen bleiben? Mögen sie einmal nicken, ob das so okay ist? Er zuckt mit den Schultern, okay. Dann machen wir das mal auf. Was haben wir denn da drin? Oh. Okay, ich muss gerade selber schauen. Wie gesagt, ich kenne... Okay, was steht denn da? Was steht da? Da steht Konsole. Ich weiß gerade gar nicht so recht. Wir gucken erstmal weiter, was wir hier machen sollen. Und packen mal. Packen mal das hier aus. Das ist nämlich. Das müsste die Vinyl sein. Das ist nämlich die Vinyl Edition von dem Soundtrack. Und ihr seht, ich habe es nur sporadisch aufgemacht, weil es ist sogar noch eingepackt. Ich nehme das mal kurz hier raus. Vielleicht muss man die da reinstellen. Ich bin mir nicht sicher. Passt das da rein? Vielleicht so? Das sieht aber auch seltsam aus. Ich bin mir nicht sicher. Ja, also eigentlich ist es derselbe Soundtrack wie auf der CD, denke ich. Ich muss das mal kurz auspacken. Das tut mir sehr leid. Ich wusste nicht, wie gesagt, ich habe das vorher noch nicht aufgemacht. Ich habe das nur grob alles... Mhm, ja. Na, und so bei euch? So, hätten wir es ausgepackt, ist immer nicht so ganz einfach und es fühlt sich irgendwie sehr, sehr schön an. Oh Gott, mache ich hier sowas kaputt? Nein. Gott, oh Gott, oh Gott. Hier rutschen Sachen rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, hier sind mehrere Sachen drin. Oh, wartet, ich muss das hinlegen. Eieieiei, wir hätten ja einmal Chloe, das ist Side A und da sind, ja. Halt immer, also hier sind Side A und Side B, immer mit zwei Liedern. Ich weiß nicht, ob die irgendwie in irgendeiner Art und Weise, hier ist zum Beispiel Flaws von Daughter und Glass und auf Side B ist I Don't Know von Coda und Youth. Und dann hätten wir hier, wie sehen die denn aus? Oh Gott, ist das hübsch. Und da hätten wir eine Vinyl. Guten Tag, das ist eine Vinyl. Mit so was hat man damals Musik gehört. Heutzutage eher weniger, aber sie kommen wieder anscheinend und sehr, sehr cool. Oh, wie krass. Ich habe auch schon tatsächlich von Kraftklub habe ich auch eine Vinyl und von Linkin Park schwebt ja auch eine von Hybrid Theory rum. Also ich finde die auch sehr, sehr hübsch. Ich mag die unglaublich sehr und es sieht schon ein bisschen cool aus, dass die so weiß sind. Wow, okay, das wäre die erste davon und
Ach nee, die, okay, ich dachte, die sind auf beiden Seiten auch. Hier ist eine, wo Chloe drauf ist. Dann hätten wir noch eine. Ach du meine Güte, hier ist Rachel und Chloe drauf und hier ist Black Flies von Ben Howard drauf. Auf der Side C, das ist das Lied, was zum Schluss kommt bei der Bonus-Episode. Furchtbar, aber ein sehr, sehr schönes Lied. Sind die Oh Gott! Alter, wie cool ist das denn? Die ist pink! Also, ist halt pink. Also, aber, ne, ihr wisst hier, ne, das ist ja Corporate Design mit dem Pinken. Das ist ja witzig. Wie witzig ist das denn? Okay, das ist schon ziemlich cool. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt noch diese Edition auch noch kaufen kann. Ich habe mich gar nicht damit so recht beschäftigt, ob die schon ausverkauft sind oder ob die noch zu haben sind für alle Leute, die gerne auch Vinyls haben wollen. So, hier haben wir wieder einer. Hier ist wieder eine weiße drin. Also wieder dasselbe. Ist es das? Nee, ist nicht dasselbe Bild. Wieder Rachel und Chloe zusammen. Und dann hätten wir hier die letzte. Wo halt, ja, das ist halt auch das Bild, was bei der Limited Edition vorne drauf ist. Rachel, Chloe, Rachels Mom und, was ist Rachels? Ja, Rachels, also Rachels richtige Mom und Rachels, ne, Moment, ja, Rachels richtige Mom und Rachels Vater, so jetzt habe ich's. Und die ist wieder pink, tatsächlich. Das sieht schon ein bisschen irre aus in dieser Vinyl da drinne. Wow, okay. Sehr, sehr cool, sehr cool. Aber mit dem wir es genauso handhaben wie mit der Soundbox von Silent Hill. Einmal kurz ausgepackt, nie wieder weiter angefasst. Und ja, das ist immer schlimm, wenn man so einen Sammeltick hat. So, jetzt aber mal ganz ehrlich, was möchte mir das hier sagen, was ich damit machen soll? Kann ich die jetzt da rein? Nee, was ich... Kann ich irgendwas basteln? Ich weiß es nicht, was das... Konsole, aber wahrscheinlich... Kann ich irgendwas reinlegen, irgendwas Hübsches und... Ich weiß es nicht, was ich damit machen soll. Hier ist auch nirgendwo irgendwas, was mir das sagt. Und sonst würde ich das euch ja zeigen. So, dann packe ich das mal wieder hier rein. Ich hoffe, das geht irgendwie. Und dann war es das eigentlich auch schon mit dem Unboxing. Aber es gab, glaube ich, sogar noch ein Pressekit von dieser. Ich krieg's nicht rein, ich lasse es erstmal lieber. Ich muss einfach so. Es gab, glaube ich, sogar noch ein Pressekit von der Version. Da war irgendwie noch ein T-Shirt mit drin. Und ein Rucksack, den ich selber persönlich besitze, weil der wurde auf der Gamescom verteilt, wenn man die Demo von Life is Strange Before the Storm gespielt hat. Und das T-Shirt war, glaube ich, rot und da stand Arcadia Bay drauf. Ist schon cool, aber ich bin da jetzt nicht so sehr drum traurig wie dieses andere Pressekit, wo noch ein Taschentuchpackung und der ganze Kram mit dabei war. Und deswegen, also ich muss sagen, sehr, sehr gut. Ich muss auch sagen, jetzt mal so nach dem Auspacken und Anfassen sehr, sehr wertig. Also da ist kein Schronz oder so mit dabei. Das habe ich schon auch oft erlebt, dass es sich wirklich schlecht anfasst, schlecht aussieht und ja, nicht den Preis wert ist, aber... Bei Life is Strange ist mir eigentlich jeder Preis irgendwie wert und von daher wirklich, wirklich schön. Schöne, viele Sachen mit dabei. Ich werde mir dann erstmal noch in Ruhe das Artbook anschauen und hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick bieten. Vielleicht schaffe ich es noch schnell, irgendwie das, meine Life is Strange-Ecke umzudekorieren und kann die Limited Edition da hinstellen. Vielleicht macht der Steffen davon auch noch eine kleine Aufnahme. Und dann zeige ich euch, wie ich das dekoriert habe. Vielleicht kriege ich auch noch raus, was ich hier mitmachen muss und was ich da konsolen soll. Ich weiß es nicht. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, für dieses kleine Unboxing, was ich so in der Art noch gar nicht gemacht habe. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, das war's dann wirklich mit Before the Storm. Mehr werden wir nicht mehr zu sehen bekommen. Aber das ist vollkommen okay. Wir warten dann auf Life is Strange 2. Ich habe große Hoffnung, die E3 steht vor der Tür, dass irgendwas, vielleicht kriegen wir irgendwas zu sehen, weil Dotnod arbeitet ja schon seit Ende Life is Strange an Life is Strange 2 und deswegen, das wird schon. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann irgendwann wieder.